Willkommen zurück. Sieht wie ein großer Schalter aus. Was wohl passiert, wenn ich da drauf trete? Blades of Time mit Soul Cruiser. Ja, so, jetzt werden wir mal gucken. Wir werden den Schalter mal aktivieren. Kisten sind alle schon offen. Hier war schon einer. Hey, ah, da ist noch was. Hey, kann man noch was sammeln. Okay, wenn wir mal hier Schalter aktivieren. Ja, das ist ganz sicher der Schalter. Das muss der Türschalter sein. Macht er mal oben genau hier. Zack, zack. Heavy Attack. Okay. Die Wächter sind irgendwie mit diesen Dingen verbunden. Aber was bewachen die eigentlich, wenn all die Kisten leer sind? Nächstes Mal schlaft ihr besser weiter. Ah, okay. Finisher. Abstecher. Mal gerne spielen. Ich sehe doch bestimmt noch mehr, oder? Ist hier draufstehen? Nee. Okay. Wo ist er da? Wieder raus. Okay. Na, okay, Töpfe geht's auch da. Zack! Na, da noch. So. Weiter geht's. Ah, Stargate hier ist weg. Ein Vulkanausbruch muss die gesamte Zivilisation zerstört haben. Tja. Vulkanausbruch ist nie was Tolles. Was haben wir denn hier? Ah, geil. Also, Lava sieht schon cool aus. Ah, erstmal hier gucken. So, jetzt gucken wir, ob wir nicht mit den Füßen in die Lava kommen. Heiß! So. Die Farbe dieser Blumen macht mich nervös. Verdammt! Wer zum Teufel seid ihr denn? Nein, nein, nein! Bleibt weg! Kusch! Raus hier! Kuschel. Geht wieder dahin, wo ihr hergekommen seid! Fuck! Wir sind auf neue Feinde getroffen, genau. Kannst du hier gucken? Die Heuschrecke. Ein relativ schwaches, wildes Tier, das normalerweise in Gruppen angreift und aus der Deckung hervorspringt. Kann sehr schnell rennen. Wenn sie es auf dich abgesehen hat, wird es schwer, ihr noch zu entkommen. Okay. Interessant ist natürlich, ich stehe dabei normal in Gruppen. Das heißt, ich will wohl nicht bei dem einen hier bleiben. Aber er will ihm auch entkommen. Wir wollen ja. Machen ja alle. Oh. Das war ja so klar. Zack, die Tür schon mal zu. Hier ist das Stargate. Wer stellt bloß diese magischen Barrieren auf? Der Altar? Ist er das? Beobachtet er mich? Aber warum sollte er mich aufhalten? Der hält dich nicht auf, vielleicht lotst er dich. So. Okay, da sind wieder so ein paar Pappnasen. Oh! Noch ein Schatzjäger. Eine voll fette Knarre! Ja, nimm. Nimm! Oh, falsch Knopf. Ich hab doch gedrückt hier. Zah. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. LT. Ah, okay. Alles klar. Gut, aber im Endeffekt Lokale wegmachen. Schieß auf magische Lokale, die falls noch. Okay, was mit euch? Na ja. So, und dann. Ah, da oben. Natürlich!
müssen die Viecher immer größer. Schießmodus nachladen. Ach, Chaka, Junge. Okay, alles klar. Ja, ich muss jetzt ja hier lang. Na, Kiste mal noch. Zack. So. Hat das auch eine Kiste. Komm schon. Wenn ihr wisst, wo der Zero abgeblieben ist, aber den werden wir wohl auch noch treffen. So. Hier wieder durch. Ah, okay. Schön, Tor aufmachen. So. Sieht der etwa Grimassen? Wer ist da? Ich höre euch atmen. Kommt raus! Erstmal gucken, was haben wir da gerade da gehabt? Chaos-Speer. Diese Kreaturen halten sich normalerweise zwischen Felsen und Blattwerk versteckt. Sie sind Beobachter und Spione des Chaos, die das Gebiet kontrollieren. Sie informieren die Chaos-Herrscher über Feinde und können sich mit magischen Geschossen verteidigen. Okay. Das sind dann die Yogis, die immer oben irgendwo rumhängen. Alles klar. Wir haben einen hervorragenden Spurensucher unter uns. Selbst die riesigen Spinnen, auf die wir trafen, konnten John nicht überraschen. Zweifelsohne sind wir die Ersten, die diese Tiere zu Gesicht bekommen haben. Es ist wirklich absolut unglaublich. Von der Spinne, die wir töten konnten, habe ich Proben genommen. Sobald wir Rast machen, werde ich versuchen, ein paar Tests damit durchzuführen. Allein die Anatomie dieser Kreatur wirkt auf den ersten Blick schon ungewöhnlich. Ich bin ganz außer mir vor Begeisterung. Edward Boyle, Autor der Zeitschrift Eigenarten der Natur. Na dann. So. Ah, da sind sie. Machen wir einen Shooter draus oder vielleicht auch lieber nicht. Das sind echt viele. Komm schon! Irgendwie haben die Jungs gerade ein wenig gelaggt. Warum auch immer. Zwei. Irgendwas zieht hier gerade Performance. Na gut. Ich bin noch hier jetzt. Oder wann? Ah! Wohl niemals Ruhe, was? Nein, das halt nicht. Na komm. Das sind echt viele. Zack, ey, das ist schön, ey, mal eben mitgegeben. Besen zu schnell weg. Ekelhafte Monster! Wenn die hier überall auf der Insel sind, weiß ich nicht, was ich dagegen tun soll. So haben wir nicht gewettet. Zero verpasst ja den ganzen Spaß. Wo zum Teufel steckt er nur? Tja, werden wir wohl noch finden, denke ich. Ui.
Menschen! Zero könnte hier irgendwo sein. Los, Leute! Moni, schießen! Also da mag ich keine Spinnen und dann werden die immer größer. Alter, das sind aber ein bisschen viele Spinnen, oder? Die spucken immer andere Spinnen aus. Oh Gott! Irgendwie Veracker machen. Au, Hölle, Hölle! Alter, kommt viel dazu. Suchen wir einfach mal große Pelle. Oh oh, oh oh, oh oh. Okay. Wie soll man die alle wegkriegen? Da werden ja immer mehr. Ich hätte vielleicht den Guide lesen sollen. Ob ich irgendwo hin kann? Ich weiß nicht. Da, da. So ein Abzuhauen oder? Nee. Ach, können wir hier pausen? Nee, ich will ein Monster haben. Was soll ich denn gegen die tun? Menschen. Unendlich hier. Das sag ich mal normal, ich kriege die hier weg. Komm! Hier? Junge! Wieder der Altar. Was wartet diesmal auf mich? Was ein Kampf mit Spinnen. Kälteschare, erziele Kills, drücke. Aha, okay. Brand. Achso, kannst du aussuchen. Anzünden oder einfrieren. Naja. Was ist los? Wo bin ich? Dies ist deine erste Prüfung. Du lernst, deine neuen Fähigkeiten einzusetzen. Es wird Zeit.
anzufangen. Und damit verabschieden wir uns. Sofort? Ja, sofort. Vor der ersten Prüfung. Oh, okay, doch nicht. Wir wollen uns kalt machen. Schön einmal B drücken. Wusch! Ja, so. Und. Ja, hallo? Achso, ich muss gerade kein Rage. Freue mich. Und. Wusch! Gut, jetzt Paul's genial. Das war stark. Die Altäre sind also Kraftquellen. Abgefahren. So. Bis zur nächsten Folge. Blades of Time, Soul Cruiser. Schalte wieder rein. Tschüss.